Die Erdbeben haben aufgehört und wie ich sehe, weilst du immer noch unter den Lebenden. Heißt das, dass deine Mission erfolgreich war? Ja, Raven ist tot. Dann ist es also vorbei. Ardanos sei Dank. Das hast du gut gemacht, mein Sohn. Wir stehen tief in deiner Schuld. Du hast dem Bösen eine mächtige Waffe entrissen und das Gleichgewicht in diesem Teil der Welt wiederhergestellt. Als die Erdbeben verstummten, haben wir beraten, was nun geschehen soll, und wir sind zu einem Ergebnis gekommen. Geh hin und nimm die Klaue Belias. Sie soll nun dir bestimmt sein. In deiner Hand kann sie ein mächtiger Verbündeter für uns sein. Nutze sie weise, mein Sohn. Ardanos möge dir dabei helfen. Wir werden hierbleiben und dafür sorgen, dass der Tempel wieder zu altem Glanz erblüht. Nur Myxia ist schon nach Korenis aufgebrochen, um Vatras zu unterstützen. Vatras ist schon zu lange alleine in der Stadt gewesen. Ich habe die Klaue Belias an mich genommen. Die Klaue Belias ist eine ganz besondere Waffe. Sie hat einen eigenen Willen und Bewusstsein. Du, der nun diese mächtige Waffe besitzt, bist ihr Herr und Meister. Sie ist ein Teil von dir und wird sich deinen Fähigkeiten anpassen. Doch tut sie das nicht aus freien Stücken. Nur Belia selbst kann sie dazu zwingen, dir zu gehorchen. Was kann ich mit der Waffe tun? Das liegt in deiner Hand. Du hast die Waffe erobert und bist nun ihr Herr. Ich kann dir nur empfehlen, was du damit machen kannst. Entweder du übergibst sie mir und ich werde dafür sorgen, dass sie keinen Schaden mehr anrichtet. Oder du machst dir ihre Macht zu nutzen und verwendest sie im Kampf. Könntest du die Waffe nicht verwahren? Wenn du sie mir gibst, dann werde ich sie unschädlich machen, damit niemand mehr sie missbrauchen kann. Überleg dir also gut, was du tun wirst. Warum sollte Belia mir helfen? Nur ein Gebet zu ihm kann das bewirken. Aber sei vorsichtig, Belia ist niederträchtig. Wenn du seinen Zorn erregst, dann wird er dich das spüren lassen. Verstehe. Was werdet ihr nun tun? Wir bleiben hier und verhelfen dem Tempel wieder zu Glanz und Größe. Allzu lange schon verweilen seine Mauern in diesem beklagenswerten Zustand. Was dich angeht, mein Sohn, es freut mich zu sehen, dass ich mich in dir getäuscht habe. Du bist der Bewahrer des Gleichgewichts. Daran gibt es keinen Zweifel mehr. Ohne deinen Mut und deine Kraft wäre die Insel von Korenis untergegangen. Wir danken dir und werden deiner in Ehren gedenken. Widme dich jetzt wieder den anderen Aufgaben, die noch vor dir liegen, und gib dieser Welt wieder Gleichgewicht und Frieden. Geh nun und erfülle dein Schicksal, Bewahrer. Unsere Gebete begleiten dich. Was werdet ihr nun tun? Wir bleiben hier und verhelfen dem Tempel wieder zu Glanz und Größe. Allzu lange schon verweilen seine Mauern in diesem beklagenswerten Zustand. Ardanos möge dich schützen.
Und was soll... Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Lass... Das ist doch alles nur Gerede. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich hab für sowas... Wird sich das jemals ändern? Das war doch seine Entscheidung. Gibt's was Neues? Jetzt, wo Greg wieder da ist, weht hier ein anderer Wind. Das war vorher klar. Das hätte ich auch selber wissen können. Wie sieht's aus? Francis soll mal Holz für die Palisade. Das hätte ich auch selber wissen können. Das ist doch schon lange bekannt. Keine Ahnung, sag du es mir. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Das wird sich nie ändern. Das war doch schon vorher klar. Das habe ich früher auch immer gesagt. Das ist doch schon lange bekannt. Keine Ahnung, sag du es mir. Ich hab was anderes gehört. Wie sieht's aus? Komm mir nicht so! Ich werde mal abwarten. Er hat auf die falschen Leute gehört. Ich hab für sowas keine Zeit. Hey, du! Kannst du mich... Bist du verrückt? Mit unserem letzten Boot werde ich keine Spazierfahrt machen, nur weil du zur... Soll mir nicht zum Pflicht erzählen, ne? Hey! Der weiß ja nicht mal, wie man ein Schwert hält. Das ist doch kein Geheimnis. Das war doch schon vorher... Ich kenne den Mörder von Angus und Hank. Wer? Wer war es? Der Kerl heißt Juan und ist einer der Banditen. Du musst das Schwein erledigen, hörst du? Er darf nicht mit der Sache ungeschoren davonkommen. Juan ist erledigt. Und? Hat er gelitten? Mach mal halblang. Schon gut. Hauptsache, du hast das Schwein fertig gemacht. Was machst du jetzt? Ich mache erstmal Pause. Von mir aus kann er... Hey, du! Gibt's sonst noch was? Ha, fragst du an? Hey, du! Wegen dir lässt mich Greg... Lass mich... Das war doch schon vorher klar. Man wusste es ja so. Die Banditen haben eine Goldmine gefunden. Ich wusste es! Deshalb sind sie hierher gekommen. Kein Mensch lebt freiwillig in dem monsterverseuchten Sumpf. Gute Arbeit. Hier, ich hab was für dich. Raven ist erledigt. Donnerwetter, das hätte ich ja nicht gedacht. Hast ihn kalt erwischt, was? Das ist mir doch glatte 500 Goldstücke wert. Du bist ein wahrer Teufelskerl. Weiter so. Eine Sache würde mich noch interessieren. Was denn? Von selbst
sonst ist er da nicht drauf gekommen. Hey! Ich habe ein Rezept für dich. Oh, lass mal sehen. Was denn für ein Rezept? Das ist das absolute Mörderzeug. Pass auf. Du machst mir Angst. Ich glaube, ich werde trotzdem einen Versuch starten. Ich will was Stärkeres. Was darf sein? Gib mir einen doppelten. Einen doppelten Hammer. Mach dich nicht unglücklich, Kleine. Ich hoffe, der ist nicht für dich. Gib mir einen doppelten. Mach dich. Ich will gutes Zeug. Was gibt's Neues im Lager? Francis hat sein Fett weg. Du glaubst ja gar nicht, wie mich das freut. Du bist in Ordnung. Komm, wir trinken ein. Der geht auf mich. Und Greg ist endlich zurück. Er hat zwar das Schiff verloren, aber zumindest bringt er wieder Ordnung ins Lager. Was gibt's Neues im Lager? Francis, du und was? Bei mir gibt's. Das ist eine schlimme. Gibt's. Warte mal. Das war keine große Sache. Glaubst du wirklich daran? Na, was? Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Nichts zu plündern. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Darüber reden wir noch. Hey! Ist ja schon gut, du. Was hast du bei mir ge. Thank you.
Hey, du,